Hallo liebe Studierende, im heutigen Video wollen wir einen näheren Blick auf das Themengebiet User Research werfen. Wir wollen uns anschauen, warum man so etwas braucht, wie man zu ersten Erkenntnissen kommt, wie man diesen gesamten Prozess formalisiert und systematisiert und vor allem auch die Erkenntnisse dokumentiert und dann natürlich, wie man das Ganze effektiv und effizient durchführen kann. Die erste Frage lässt sich mit den grundlegenden Problemen, die häufig in Entwicklungsprozessen anzutreffen sind, beantworten. Nämlich, dass man glaubt, aus der eigenen Erfahrung und aus den eigenen Erlebnissen heraus Rückschlüsse ziehen zu können auf das Verhalten anderer Nutzer. Das ist grundlegend falsch und das sollte man auch nicht tun. Ebenso ist es falsch anzunehmen, dass jeder gleich ist. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat eigene mentale Modelle, eigene Erfahrungen, eigene Glaubenssätze. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich dieser Vielfalt und dieser Andersartigkeit bewusst wird und eben gerade nicht sozusagen alle über einen Kamm schert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den zugrunde liegenden Entwicklungsprozess. Da geht es eben gerade nicht darum, dass man möglichst schnell, wie das hier gezeigt wird, von A nach B kommt. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, ein B zu finden, das eine möglichst hohe Akzeptanz und eine möglichst hohe Usability bietet. Und deshalb ist es ganz elementar, dass man sich sozusagen diesem unvollständigen oder diesem unbekannten Problemraum bewusst wird. Wir wissen sozusagen nicht, wie sich ein System oder ein Prozess entwickeln wird. Wir wissen nicht, welchen Weg wir hier, wenn wir mal dieses Labyrinth zugrunde nehmen, welchen Weg wir nehmen, um irgendeinen Ausgang zu finden. Sei es, dass der Ausgang hier ist oder hier. Ja, das ist sozusagen etwas, das sich durch den Prozess ergibt. Und in diesem Prozess ist es weiterhin wichtig, dass man sich klar macht, dass es vollkommen normal ist, Fehler zu machen oder beziehungsweise Annahmen zu treffen, die sich vielleicht nicht als wahr herausstellen. Das ist völlig normal, ja, und das ist auch durch dieses Prinzip wird das verdeutlicht, fail early und vor allem fail offen. Also wir müssen einfach die Dinge ausschließen, die uns nicht weiterbringen, ja, die an den Nutzerinnen und Nutzern vorbeigehen. Und da gibt es auch eine sehr schöne Grafik, die das verdeutlicht, nämlich Fehler sind per se nichts Schlechtes. Fehler sind was Gutes. Fehler sind Helfer. Das heißt, in dem Wort Fehler steckt das Wort Helfer. Und genauso sollten wir das auch betrachten. Fehler helfen uns dabei, den richtigen Weg zu finden, sodass wir eine Software oder ein System entwickeln, das eine hohe Usability und eine hohe Nutzerakzeptanz bietet. Dann schauen wir uns jetzt mal den Prozess an, wie man zu ersten Erkenntnissen kommt. Das erste, was man tut, ist eine sogenannte Benutzerliste aufzustellen. Hier trägt man entweder reale, bekannte oder fiktive Personen ein aus dem eigenen Bekanntenkreis oder auf die man Zugriff hat oder zu denen man Zugang hat, die als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer mit dem System in Berührung kommen. Ich schreibe jetzt mal hier einfach ein paar Namen auf und so weiter. In einem zweiten Schritt geht man dann her und versucht, diese Benutzerinnen und Benutzer zu charakterisieren. Das heißt, man erstellt eine sogenannte Kriterienliste. Hier führt man Kriterien auf, die für den eigenen Gegenstandsbereich oder für die Domäne, in dem ein Produkt oder eine Applikation entwickelt wird, relevant sind. Das kann zum Beispiel sein, ganz einfache Kriterien wie das Alter einer Benutzerin oder eines Benutzers, die Schulbildung, die Erfahrung, auch zum Beispiel die Fehlertoleranz ist ein wichtiges Kriterium oder die sogenannte Erkundungsbereitschaft. Also wir können das bezeichnen als Explorability. Okay. Diese Kriterien, die sind von Anwendungsdomäne zu Anwendungsdomäne unterschiedlich. Hier geht es einfach darum zu schauen, welche charakterisieren die Nutzerinnen und Nutzer am besten. Das können zum Beispiel auch sein Aufgaben oder Ziele, die Nutzerinnen und Nutzer verfolgen. Wenn man das gemacht hat, dann braucht man noch eine wesentliche Sache, nämlich man muss versuchen, das Ganze zu operationalisieren oder beziehungsweise messbar zu machen. Ja? Das heißt, wir nehmen ein Kriterium her, zum Beispiel die Experience, ich unterstreiche die hier mal,
Und dann versuchen wir hierfür oder dann definieren wir hierfür einen Wertebereich. Das können Zahlen sein von 0 bis beispielsweise 7, nie, leicht und so weiter. Die mussten dann natürlich auch wieder auf eine Skala gemappt, also quantifiziert werden. Man versucht, diese einzelnen Kriterien zu quantifizieren. Quantify, das heißt messbar zu machen. Diesen ganzen Prozess bezeichnet man auch als Operationalisierung. Wenn man das hier gemacht hat, dann kann man hergehen, kann diese Benutzer- und Kriterienliste in eine Matrix überführen. Das machen wir hier mal schematisch. Wir zeichnen hier mal eine Matrix. Ich deute das hier einfach jetzt nur mal an. Und in dieser Matrix oder in dieser matrizenartigen Darstellung befindet sich hier in der ersten Spalte die Benutzer. Ich schreibe jetzt hier einfach mal User, das sind die Benutzer. Hier oben in der ersten Zeile kann man die Kriterien eintragen. Und diese Quantifizierung der einzelnen Kriterien, die trägt man dann hier ein, in diese Felder. Da stehen dann die konkreten Werte, kann man sagen. Da finden sich die operationalisierten Werte eben, also die quantifizierten Kriterien. Und diese matrizenartige Darstellung, die kann man jetzt überführen in einen n-dimensionalen Vektorraum. N-dimensional Vector Space. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ich mache das mal in Orange, damit wir die Farben beibehalten. Das bedeutet, die Kriterien, die wir hier oben definiert haben, die Kriterien sind jetzt sozusagen die Achsen in unserem n-dimensionalen Vektorraum. Das heißt, ich zeichne das jetzt einfach mal für 3 Kriterien ein. Wir haben hier beispielsweise das Alter, die Schulbildung und irgendwas wie Experience. Das sind, wie gesagt, unsere Kriterien. Und dann können wir hergehen. Ich mache das jetzt in Gelb und trage die ganzen Benutzer, die wir hier oben definiert haben, hier in diesen n-dimensionalen Vektorraum ein. Das in grün, also das heißt, je nach Ausprägung der verschiedenen Kriterien lässt sich jetzt hier eine entsprechende Punktwolke eintragen. Gut. Wenn man das gemacht hat, dann kommt der nächste Schritt. Dann geht man her und man überlegt sich jetzt, wie kann man jetzt diesen gesamten Problembereich effizient untersuchen. Das heißt, wie kann man jetzt hergehen und kann schauen, welchen Leute muss ich denn jetzt anschauen, um etwas über diese Personengruppen zu lernen. Und um das Ganze effizient durchzuführen, guckt man eben nicht. Guckt man eben nicht alle Leute an, sondern man überlegt sich, kann man das vielleicht irgendwie reduzieren. Und der erste Schritt, den man macht, ist, man geht her und bildet sogenannte Benutzergruppen. Das mache ich jetzt mal hier schematisch. Man könnte vielleicht sagen, das hier wäre eine Benutzergruppe, das hier unten wäre eine Benutzergruppe und hier lässt sich vielleicht noch eine Benutzergruppe definieren. Das sind die sogenannten Benutzergruppen.
und die fassen Benutzerinnen und Benutzer mit ähnlichen oder vergleichbaren Eigenschaften zusammen. Wenn ich jetzt etwas lernen möchte, dann gucke ich mir eben nicht alle an, die da drin sind, sondern ich überlege mir, vielleicht kann ich mir ja auch nur einzelne rauspicken, die sozusagen Repräsentanten dieser Benutzergruppe sind. Und da stellt sich die Frage, welche wähle ich denn jetzt aus? Wähle ich irgendwie Leute, die vielleicht eher hier innen drin sind, oder wähle ich Leute, die vielleicht eher in der Mitte von diesen Benutzergruppen sind, oder wähle ich vielleicht Leute, die irgendwie hier außen sich befinden? Sie können mal ganz kurz über diese Fragestellung nachdenken. Ich werde sie gleich beantworten dann auch. Gut, ich löse es auf. Was passiert, wenn ich die Leute hier eher aus dem Zentrum meiner Punktwolke oder meiner Darstellung entnehme? Wir haben die Leute ja, auch wenn sich das jetzt hier nur sehr schlecht darstellen lässt, wir haben ja Leute hier zusammengefasst mit ähnlichen Eigenschaften. Und je nachdem, je enger die zusammenliegen, das heißt, je geringer die Distanz untereinander ist, desto ähnlicher sind die Eigenschaften. Vielfältigkeit oder Andersartigkeit, die ist hier eher wenig repräsentiert. Wie schaut es aus in den Zentren von den einzelnen Benutzergruppen? Da ist die Distanz zwischen den Einzelnen natürlich schon größer, das heißt, es ist besser. Aber die besten Anforderungen bekommt man, wenn man genau Benutzerinnen oder Benutzer wählt, die hier irgendwo im Randbereich liegen, zum Beispiel hier unten. Und die haben einen ganz speziellen Namen, das sind die sogenannten Stereotypen, oder im Englischen spricht man auch von den sogenannten Personas oder Persona. Das sind Leute, die eine Benutzergruppe repräsentieren. Das heißt, deren Eigenschaften sind derart stark ausgeprägt, dass wenn man diese Anforderungen für diese speziellen Personen erfüllen würde, man automatisch auch die Anforderungen von allen anderen hier in der Gruppe befindlichen Personen erfüllt. Umgekehrt ist es nicht der Fall. Also wenn ich versuche, zum Beispiel die Anforderungen speziell für diese Persona zu erfüllen, ist es noch lange nicht gesagt, dass ich die Anforderungen, die spezifischen Anforderungen von dieser Persona hier draußen eben auch erfülle. Es ist in der Regel nicht der Fall. Das Umgekehrte trifft allerdings zu. Wenn wir es schaffen, die Anforderungen von dieser Person oder von dieser Person hier zu kennen, dann haben wir in der Regel auch die Anforderungen von allen anderen Personen hier mit berücksichtigt. Nachdem wir jetzt unsere Stereotypen oder unsere Personen kennen, unsere Personas, dann gehen wir her und erstellen Steckbriefe bzw. eine Stereotypbeschreibung. Wir nehmen dann diese Informationen und erzeugen daraus eine Stereotypbeschreibung. Hier gucken wir uns dann genauer an, wie diese Person und damit auch die anderen Personen hier in der Benutzergruppe, was so deren spezifische Eigenschaften, also Charaktereigenschaften, Anforderungen etc. sind. Diese Stereotypbeschreibung ist dann Input für ein weiteres Element der Benutzerforschung, nämlich das Teil standardisierten Interviews. Ich notiere das kurz. Standardisierte Interview ist also auch eine Methode der Benutzerforschung. Neben vielen anderen. Ja, es gibt hier Fokusgruppen, Fokusgruppen-Interviews, es gibt Beobachtungstechniken, es gibt auch Apprenticeship, das bedeutet in die Lehre gehen, das heißt, man geht direkt vor Ort zu den entsprechenden Personen, guckt denen über die Schulter, arbeitet mit denen zusammen, einfach um auf diesem Weg Erfahrungen zu sammeln. Wenn Sie sich an das Sumo-Beispiel erinnern von der HPI School of Design Thinking, das wir Ihnen in dem einen Video auch gezeigt haben, die haben genau das gemacht. Die sind mit diesen Krankenschwestern in Südafrika mitgefahren und haben geschaut, wie arbeiten die mit den Patientinnen und Patienten. Das teilstandardisierte Interview hilft uns dann, etwas mehr über den Benutzer oder die Benutzerin zu lernen, also über den entsprechenden Stereotypen. Wie sozusagen verhalten sich die in ihrem Arbeitskontext? Welche Anforderungen haben die? Welche spezifischen Bedürfnisse? Welche Wünsche? Vielleicht auch welche Einschränkungen? Ja?
Und das ist ein Bereich, wo sehr, sehr viele Erkenntnisse oder der sehr erkenntnisreich ist. Deshalb ist es umso wichtiger, dass dieses Interview eben gut vorbereitet und gut durchgeführt wird. In den Unterlagen finden sich dazu auch ausreichend Beispiele und Material. Dieses teilstandardisierte Interview ist für uns dann die Grundlage für die sogenannten Anwendungsszenarien. Das heißt, für jeden Stereotyp wird eine Reihe von Anwendungsszenarien aus diesem teilstandardisierten Interview erstellt. Diese Anwendungsszenarien beschreiben dann den Umgang des Nutzers oder des Stereotypen, muss ich eigentlich sagen, mit dem zukünftig zu entwickelnden System. Das heißt, da wollen wir lernen, wie jemand zum Beispiel ein bestimmtes Medium oder ein bestimmtes Produkt nutzt oder welche Strategien und Methoden jemand einsetzt, um sozusagen ein Problem oder ein Informationsbedürfnis zu befriedigen. Und aus diesem Anwendungsszenario lässt sich dann auf der einen Seite Use Cases ableiten, also Anwendungsfälle. Das ist das, was Sie auch in OOAD schon kennengelernt haben. Und man kann das auch hernehmen als Basis für die sogenannte Anforderungsermittlung. Hier setzen wir im Speziellen, also wir werden uns hier mit diesem Bereich auseinandersetzen. Das machen wir in NZSE. Und hierzu setzen wir Techniken aus dem Requirements Engineering ein. Das heißt, das Requirements Engineering liefert uns einen formellen, systematischen Rahmen, um diesen Problemraum, den wir ja nicht kennen. Wir haben über das teilstandardisierte Interview schon erste Informationen bekommen, sozusagen über den Arbeitskontext und so weiter. Und den versuchen wir jetzt zu operationalisieren bzw. zu formalisieren und das Ganze auch systematisch und strukturiert zu dokumentieren und zu verfolgen. Und da bietet eben das Requirements Engineering den entsprechenden formalen Rahmen mit Tools und so weiter, die uns dann dabei helfen werden, die im Rahmen des User Research gewonnenen Erkenntnisse, die wir vorher ja nicht haben, weil wir die erst lernen oder erarbeiten müssen, dann umzusetzen in die sogenannten augenscheinlichen plus System Modelle. Die augenscheinlichen Modelle sind ein Gegenstand einer zukünftigen Einheit. Die Systemmodelle, die haben Sie auch schon kennengelernt, zum Beispiel aus OOAD oder auch aus Software Engineering. Hier setzt man vor allem UML-Modelltypen ein. Okay, fassen wir nun den ganzen Prozess noch einmal zusammen. Wir haben angefangen, Benutzer und Kriterien zu definieren. Das heißt, wir haben geschaut, wie lassen sich unsere Benutzerinnen und Benutzer charakterisieren. Dann haben wir eine Nutzeranalyse angestellt. Das heißt, wir haben diese Kriterien übertragen in eine Matrix und haben diese Matrix dann selbst transformiert in einen n-dimensionalen Vektorraum, der Grundlage oder Basis dafür bietet, um Benutzergruppen zu definieren und zu identifizieren. Innerhalb von diesen Benutzergruppen haben wir uns dann besonders charakteristische Personen herausgesucht, die sogenannten Stereotypen oder Personas. Diese Stereotypen sind dann die Personen, die wir näher anschauen bzw. die wir näher erforschen wollen. Und ein erster Schritt für die Erforschung ist die sogenannte Stereotypbeschreibung, die spezifische Charaktereigenschaften dieser Person einfach darstellt und Lebensumstände. In den Unterlagen finden Sie hierzu ja auch die Beschreibungen von den Clavis McQuinn oder auch der Marie Dupin, die das eigentlich sehr schön nochmal darstellen. Diese Beschreibung ist dann Grundlage für das teilstandardisierte Interview, in dem wir eine Methode der qualitativen Sozialforschung hernehmen, um einfach mehr über die Benutzerinnen und Benutzer zu erfahren, das heißt die spezifischen Bedürfnisse, wie sie ein System benutzen und so weiter und so fort. Die Erkenntnisse des teilstandardisierten Interviews sind dann Grundlage für die Entwicklung von Anwendungsszenarien und diese Anwendungsszenarien selbst wieder dienen als Basis oder als Ausgangspunkt für die Definition von Anforderungen oder auch Anwendungsfällen.